Wir gucken gerade bei Urlaubern, wie sie so geladen haben. Hier muss ich schon sagen, dass viele Teile oben drauf lagen, die überhaupt nicht fest waren. So würde ich nicht weiterfahren. Das sollte man auf jeden Fall erst sichern. Die Kühltasche muss an den Zigarettenanzünder dran, sonst kühlt sie nicht. Ein kleiner Hund war mit einem Rückhaltesystem gesichert. Das aber ist für mich absolut nicht optimal, denn bei einer Gefahrenbremsung fliegt dieser Hund ja schon mal die ersten 50, 60 Zentimeter. Die meisten haben eben noch das, was noch mit sollte, oben drauf gelegt und unterschätzen da völlig, dass auch eine leichte Flasche, dass ein leichtes Stückchen, was dort rumliegt, schnell zum Geschoss werden kann. Nee. Guten Tag. Haben Sie 2 Minuten für uns? Oh. Ich bin vom ARC, das sind Kollegen, die Christette. Das würden wir gerne mal den Zuschauern zeigen, wie es okay, geht. Außerdem ist er ja noch super süß. Ja. Der ist noch nicht alt. Es ist auch ein Entlebucher. Okay, okay, ja. Also Sie haben Hund dabei und der Hund hat ein richtiges, sicheres Zuhause bei Ihnen. Da kann man mit einem Reißverschluss kann man aufmachen. Okay. War 4 Wochen den Rhein runtergepaddelt. Und den Hund geht kann man dann jetzt reintun und die Reißverschlüsse alle zumachen. Und da vorne ist ja der Vordersitz. Genau, als Sicherung. Und normalerweise hält das so. Hält das so. Ja, ja. Aber Sie haben sich noch mal zum Beispiel mit dem Gurt gesichert. Das könnte man ja auch noch mal machen. Ja, gibt es eine Vorrichtung dafür? Es ist jetzt ein Welpe. Nein, das haben wir noch nicht. Wir haben ja noch eine Kunststoffbox. Aber das kommt erst. Okay. Aber er ist noch zu jung. Er ist erst 13 Wochen alt. Gut. Dann so viel zu dem Hund. Ja, durcheinander gepackt. Gut. Hier ist alles reingeschmissen. Ja. Sie müssen schon noch reden sichern, sonst kommt alles raus. Nein, das sind lauter Packstücke. Ich bin 4,5 Wochen den Rhein runtergepaddelt. Boah, den Boden, einmal den Boden rum und dann den Rhein. Und das sind alles Einzelstücke. Also hier kann man sehr gut sehen, hier ist, darf ich mal so sagen, erstmal alles reingepackt worden. Jetzt würde ich normalerweise sagen, oh, alles reingeschmissen, das kann ja alles nach vorne fliegen, bei Ihnen nicht, denn Sie haben hier das Gitter. Das ist die absolute Rettung hier. Wenn das Gitter nicht wäre, würde ich sagen, also das kann Ihnen alles ins Gesicht fliegen, diese Dinge können reinfliegen, aber Sie haben das Gitter. Die ist noch schmutzig, das ist jetzt muss gesäubert werden und so sortiert werden und so weiter und so fort. Unterwegs, haben Sie da ein Warndreieck dabei, dann sagen Sie wahrscheinlich ja. Sie haben vielleicht auch eine Weste. Ja, die Weste ist jetzt hier. Ich wiederhole das vielleicht noch mal. Also was oft auffällt, ist das Warndreieck, der Verbandskasten und die Westen haben viele Autofahrer irgendwo hier unten drunter. Was auf den ersten Blick negativ ist, dass erstmal alles reingeschmissen ist, alles Sachen, die normalerweise bei einer Gefahrenbremsung, bei einem plötzlichen Ausweichen durchs Auto fliegen können. Und bei einer Gefahrenbremsung, wenn man wirklich voll in die Eisen geht, wird aus so einem 1 Kilo schnell 10 Kilo, 20 Kilo. Hier ist die absolute Rettung, dass das Gitter eingebaut ist, dass das gut abhält, dass im Prinzip hier, wenn das Gitter auch richtig fest verankert ist, wenig passieren kann. Ich würde hier aus Sicherheitsgründen vielleicht noch so ein Netz drüber spannen, noch mal festmachen zusätzlich. Dann wird auch nichts rausfallen, wenn Sie aufmachen. Das Auspacken, da durfte man nicht vorfahren. Meine Frau ist trotzdem. Ja. Ja. So sieht das aus. Ja. Also was hinten alles gut gesichert ist, kann natürlich hier passieren. Stellen Sie sich vor, Sie müssen, einer schert von der rechten Bahn auf Ihre Bahn über. Sie müssen ganz stark nach links ausweichen und Vollbremsung machen. Dann wird so eine Flasche natürlich, weil sie ja nicht festhält, hier nach vorne fliegen und in diesem Fall, ich glaube, Sie sind Beifahrer im Augenblick, würde Ihnen an den Hinterkopf fliegen und Sie hätten vielleicht aus so einer Flasche, die auf den 1,5 Metern vielleicht schon zu 10 Kilo wird, weil Sie von 140 auf 60 so runtergehen. Ja. Also das würde ich dann lieber da unten hin tun oder sichern, weil das wiegt sehr viel. Übernehmen wir die Anregung. Perfekt. Aber Goebbels Tagebuch ist viel gewichtiger, wenn das an den Kopf fällt. Das ist dann nachhaltiger. Genau. Gut. Okay. Ich habe ja eben zumindest die Flaschen runtergenommen. Das war etwas. Das schwergewichtige Buch dürfte mir nicht so um die Ohren fallen. Ja. Aber das ist absolut richtig, dass man darauf aufmerksam gemacht wird und immer wieder über diese Dinge nachdenkt, wenn man fährt. Es war auffällig, dass wenn man den Kofferraum aufmachte, uns erstmal alles entgegenkam. Das war nicht ganz so schlimm, weil hinten ein festes Gitter eingebaut war, das also auch bei einer Gefahrenbremsung all die losen Teile, die rumlagen,
nicht nach vorne hätten fliegen lassen können. Allerdings hätte ich mich da gefreut, wenn zusätzlich noch ein Netz gespannt worden wäre, damit das alles gehalten wird. Was mir auch nicht schlecht gefallen hat, war die Sicherung des Hundes in diesem extra Kasten. Wenn die dann noch zusätzlich angeschnallt gewesen wäre, dann wäre es noch besser gewesen. Was mir gar nicht gefallen hat, war auf der linken Seite der Korb, wo die Flaschen, die Bücher drin waren, bei einer Gefahrenbremsung, bei einem plötzlichen Links-Rechts-Ausscheren, fliegen diese Teile durchs Auto, erwischen den Beifahrer in diesem Fall, aber auch sehr schnell den Fahrer. Ja, sie haben das angenommen, das Gefühl hatte ich. Sie haben ein bisschen umgeräumt. Das hätte man noch weiter treiben können, also noch genauer machen können. Das war aber 100% für mich, 70% gut. Und die anderen Dinge. Gehören Sie auch mit dazu? Ja. Ich bin, wie man sieht, vom ADAC. Wir machen gerade so einen kleinen Check und gucken, wie die Autofahrer, die jetzt in Urlaub fahren, so alles gut oder schlecht gepackt haben. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, schauen wir mal, haben Sie viel geladen hinten drin, im Rücksitzen? Können wir da mal schauen mit Ihnen gemeinsam? Eine Woche? Okay. So, auf dem Rücksitz vielleicht einfach, können Sie mal kurz hier aufmachen, dann können wir mal reingucken. Ja, hier ist eigentlich nicht viel, das, was rumherfliegen könnte. Die beiden Taschen sind unten, die Wasserflaschen sind auch unten. Da kann nicht viel passieren, das gefällt mir ganz gut. Viele Leute haben dann die Sachen auf dem Rücksitz, große Taschen oder Flaschen rumliegen. Nee, und die können natürlich durchs Auto fliegen. Okay. Angegurtet, damit der Kleine nicht durch die Schwänzscheibe fliegt. Hier sieht man ja schon hinten, da ist die Ablage, da drauf ist nur, ich weiß nicht, eine kleine Decke. Ja. Ansonsten sieht man nichts, also auch da ist nichts, was umherfliegen könnte. Dürfen wir da mal reinschauen? Ja, oder kommt uns alles entgegen jetzt? Nein, nein. Okay. Ja, das sieht super aus. Was war Ihnen beim Packen wichtig? Ich habe das zum ersten Mal nicht gepackt. Okay, was hat Sie richtig, gemacht? Wir packen normalerweise immer so die großen, schweren Sachen nach unten packen. Perfekt, genau. Alles das, was klein ist oder was gestopft werden kann, das stopfen wir in die Ecken. Von daher, dass da nach Möglichkeit sich nichts bewegt. Und eigentlich haben wir das auch so hingekommen. Das sieht sehr gut aus. Wir haben die schweren Sachen unten. Sie haben vor allen Dingen, wie Sie es gerade gesagt haben, überall in die Ecken etwas gepackt, dass nichts irgendwie lose rumfliegen kann und es Lücken gibt. Das ist recht fest gepackt. Die leichten Sachen nach oben, das schwere nach unten. Und was ich vielleicht anders machen würde, Sie haben die Sicherheitswesten dabei, das finde ich schon mal top. Das ist ja in manchen Ländern vorgeschrieben, obwohl Sie jetzt sowieso nach Freiburg fahren. Aber die würde ich vielleicht, so habe ich zumindest, unter den Fahrer-Beifahrersitz tun, damit Sie sofort drankommen. Wenn Sie wirklich liegen bleiben, stellen Sie sich vor, in der Baustelle, rechte Spur, da steige ich zumindest ungern links aus. Und wenn Sie dann ums Auto rumgehen müssen, öffnen müssen, rausnehmen müssen, anziehen müssen, das wäre mir unangenehm. Da hätte ich die lieber unter dem Beifahrer Fahrersitz angezogen, nach rechts ausgestiegen, über die Leitplanke in Sicherheit gebracht, die gelben Engel gerufen. Ja. Genau, da gibt es ja ein, zwei Möglichkeiten. Hier, aber ansonsten finde ich es so gepackt, dass... ja, das sind viele. Ich merke es schon. Ja, wir haben ja eben bei dem Wagen davor gesehen, dass der Hund in einem Kasten war gesichert. Das finde ich optimal. Das wäre mir auch hier am liebsten, aber wir sehen jetzt eine vierköpfige Familie mit Hund. Dann müsste eines der beiden Kinder zu Hause bleiben, das will keiner. Also von daher ist die zweitbeste Lösung das Geschirr. Er ist gesichert, das finde ich gut. Es gäbe noch eine bessere Sicherung mit einem richtigen Gitter, mit einem Kasten, wie wir es eben gesehen haben. Das Wichtigste ist immer, dass die schweren Sachen nach unten kommen. Und dass man mit den weicheren Teilen dann in die Leerräume reinstopft, dass es alles schön eine feste Masse am Ende ergibt. Dann kann sich nichts bewegen, da kann nichts rutschen. Und das ist ganz wichtig, auch wenn man um die Kurven fahren muss oder wenn man bremsen muss, dass auch alles dann immer schön fixiert ist. Das ist eine gute Idee, aber ich habe so noch nicht drüber nachgedacht. Es gibt Autos, da wird das im Seitenfach reingepackt. Nur wenn das Auto vollgepackt ist, dann komme ich da gar nicht an. Deswegen war das schon für uns eine relativ gute Lösung, dass wir zumindest eine Tür auf und dann gleich griffbereit haben. Aber auch die andere Lösung hinter die Sitze oder an die Seitenfächer ist auch noch eine gute Idee, werden wir nachher gleich umbauen. Manche machen die ganzen Strahlen an, so auf 18 Grad und draußen in 30. Das ist ein bisschen Auto auffällig. Auffällig war, dass wenn man den Kofferraum geöffnet hat, überhaupt nichts rausfiel. Es war bestens gepackt, also wirklich wie im Regal zu Hause, wo die Hemden liegen. Das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, war das mit dem Hund. Natürlich ist die Sicherung mit dem Gurt für einen Hund gut und besser als vieles andere. Aber wenn ein Kasten dort gewesen, wie wir es gesehen haben, speziell für einen Hund gesichert, wo er drin gewesen wäre, wo er auch für sich gewesen wäre, das hätte ich am besten gefunden. Denn hier kann es zu einem Unfall kommen. Der Wagen verunfallt, der Hund hat vielleicht Quetschung, beißt um sich.
Und das kann er eben dann sehr leicht machen, wenn er in einem entsprechenden Käfig wäre, dann wäre das nicht so leicht möglich. Super.